Yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Smite Ranked. Wir spielen heute Bukutan in der Midlane. Auch wenn ich die letzten Tage... Moment, Beats... Beats, ja, okay, Beats. Also ich stehen noch zwei Götter offen, drei, die auf Wunsch ja noch gespielt werden sollten. Ultra Son Kui und ich mach mal das auf Normalcast. Ultra Son Kui und Kali Solo. Kali Solo wird erst etwas dauern, weil ich kann Kali nicht mal spielen. Moment, ich versuche das mal so hinzusetzen, dass ich... So. Das müsste ja noch... Das geht ja 4 Sekunden. Also müsste das ja noch bleiben und sein Speed trotzdem klären, oder? Oder? Okay, ja. So. Moment, wir reden gleich über das Thema weiter. Okay. Ach, ich gehe direkt zum Red. Dein Ernst, es ist nicht geklärt. Gut, wir holen uns die nächste Wave. Son Kui Solo habe ich dreimal versucht. Ich habe dreimal missgeboten bekommen. Ne, zweimal missgeboten und einmal wurde ich von einem Xing Tian auseinandergenommen. Also merkt euch, Son Kui in Xing Tian. Absolut scheiße, Alter. Also der Xing Tian, der ist einfach über alle meine Skills gesprungen. Über meine 1, über meine 2, über meine 3. Der konnte immer drüber springen. Was irgendwie broken ist, Alter. Aber muss ich mir merken, also falls glaube ich gehe irgendwie nach rechts gerade, kann das sein? So. Okay, ich gehe wieder. Und wieso höre ich einen Please von Susano, Digga? Ich bin nach rechts gegangen und habe jemanden gekillt. Bruder, bedank dich doch. Easy. Ja, deshalb habe ich das mal mit Son Kui erstmal gelassen, weil ich auch keine Motivation hatte mehr Son Kui zu spielen. Aua. So. Ich habe keine Health Pots mehr. Weißt du was, wir backen jetzt. Fuck auf die Anywave. So. Dann wollte ich noch Ulre spielen, aber Ulre Midlane ist schwieriger als ich dachte. Naja, sag mal so, ich bin schlecht mit Ulre. Ich glaube, sie gern mir. Aber ich bin dran, Leute. Versprochen. Und wenn ich es nicht pack, dann spielt eben der Dino den Ulre. Den kann er eh besser als ich. Ja, über irgendwas anderes wollte ich auch noch mit dir reden. Und zwar mit euch reden, nicht mit dir. Jetzt rede ich schon mit mir selbst oder so. Warte, ist das da? Ist das hier da? Nein, ist nicht da. Und zwar krieg ich nur Trolls gerade im Rank. Das ist schon echt krass. Also die letzten drei Games, die ich alleine gespielt habe, die waren echt die Hölle für mich. Ich hatte eine Soul ADC, die First Blooded wurde und dann direkt Rage Quit gemacht habe in der ersten Minute. Also ich weiß gar nicht, wie soll ich denn so aufsteigen? Wisst ihr, was ich meine? Ihr erlebt wahrscheinlich so das Gleiche, deshalb... Also ich werde auf jeden Fall weiter ins Smite zocken, auch für euch. Und auch, weil es mir eigentlich trotzdem Spaß macht. Nur... wäre es cool, wenn ihr uns mal Games nennt, die ihr auch anschauen würdet, wenn wir es hochladen. Weil es kann ja sein, dass wir Games spielen und hochladen und ihr schaut sie gar nicht an, weil ihr gar keinen Bock drauf habt. Was ist, Bruder? Was ist mit dem Susano eigentlich? Redet ihr mit mir? Genau, also da mich Smite scheiße demotiviert. Langsam. Brauche ich ab und zu echt mal eine Abwechslung. Und
Ich werde ja auf jeden Fall nicht aufhören, Smite-Videos hochzuladen. Ich meine, ihr seid ja wegen Smite-Videos bei uns. Damit hören wir nicht auf. Aber etwas Abwechslung würde uns auch mal, glaube ich, gut tun. Deshalb wäre es mal cool, wenn ihr in die Kommentare ein bisschen schreibt, was ihr gerne sehen wollen würdet, was wir zocken. Ihr könnt es ja kommentieren und die mit den meisten Likes oder so, das zocken wir dann. Was ist das dort? Schade. Ich rieche, dass du kommst. Kann es sein, dass ich den Luki mit meiner 1 getroffen habe? Ich könnte darauf wetten, dass ich die Scylla getroffen hätte. Dieser Hund. Ist hier Retter? Ja. Das Spiel mit den meisten Likes könnten wir dann zocken. Also. Dann werden wir uns auch sicher, dass ihr das auch anschauen wollt. Das wäre auch eine Sicherheit für uns. Ja, nur so eine Idee von mir. Aber ansonsten zocken wir natürlich Smite weiter. Aber nur manchmal habe ich das Gefühl, ich möchte den Gegner in Real Life umbringen. Nicht den Gegner, meine Teammates. Oh Gott. Scheiß auf Midlane. Ah, verdammt. So, ich krieg dafür deinen Farm, Bruder. Ich glaube, ich verliere meinen Tower. Oh Mann, solche Ganks sind echt immer eigentlich schlecht für einen. Ich mein, du rotierst und verlierst eher deinen Tower, als da was draus rauskommt. Klar, ich habe jetzt einen Kill bekommen, aber 3, 9, 4. Okay, ich habe 1000 Gold mehr. Okay, an sich lohnt sich doch ein bisschen. Und wir gehen nochmal nach rechts. Aus Prinzip, glaube ich, nochmal. Oh, die könnten wir eigentlich auf safe könnten wir da jetzt alle töten. Safe. Okay. Nein! Nice. Und ich glaube mir wieder Farm, weil ich verliere gerade meinen Mid-Tower. Ja. Also wahrscheinlich verlierst du meinen Mid-Tower, aber. Fuck off. Da war die Rotation gerade viel wichtiger. Und ein gefiederter Susano ist auch nice. Okay. Ich dachte, er defendet den Scheiß. Na ja, egal. Und das reicht nicht zum Killen, oder? Oh, Eck ist aber auf jeden Fall. Ich hab dich, Scylla, ich hab dich. Abwarten. Ah, ich glaube eigentlich, Red ist da. Also Dual Lanes zu Varus könnte eigentlich auch mal rotieren langsam. Langsam reicht's ja nicht. Willst du Dual Lane campen oder was? So, jetzt sollen wir uns pennen. Irgendwie brauche ich Mana. Also an was für Games ich gedacht habe, ehrlich gesagt dann noch gar keine. Also ich weiß nicht, ob ihr auf allgemein Gameplay, also Horror Gameplays bin ich sofort dabei. Egal welches, mir scheißegal. Lol, hat der Gonyu gerade beide auseinandergenommen? Nice. Also Horror Games bin ich sofort dabei. Diskutiere ich erst gar nicht. Oh, ist da. Oh. Give me this. Weil ich liebe Horror Games. Ich liebe Horror Filme. Ich liebe Horror Games. Scylla ist rechts.
So, jetzt pushen wir mal die Midlane, weil sie leider immer noch rechts. Oh, ich dachte, der Loki gankt mich jetzt. So, die beiden rechts sollten wir nicht killen können. Der Susanne sollte den kriegen. Gutes Game, gutes Game. Endlich mal ein Team, auf das ich mich irgendwie verlassen kann. Gut, auf die Duelin war jetzt nicht so krank verlassen, weil ich die ganze Zeit gegankt habe. Aber ist egal. Der Susano jungelt gut. Wir gehen nach links. Weil die Merlin hasse ich auch. Der Hund soll sterben. Der hat den Tod sowieso verdient. Okay. Okay. Soll ich dem jetzt folgen, oder? Ich hab nicht kapiert. Okay, ich gammel mit Guan Yu. ja, wie gesagt, Solo Games bin ich safe dabei. Wo ich nicht dabei bin, Fortnite könnt ihr mich direkt vergessen. Leute. Ich hab leider echt keine Lust auf Fortnite. Lol, Alter. Ich gank noch ein bisschen. Ich tank noch ein bisschen, wollte ich sagen. Ich hab gerade nichts getroffen. Also Fortnite bin ich nicht dabei. Allgemein Battle Royale Games bin ich nicht dabei. Also es macht mir keinen Spaß. Es macht mir absolut keinen Spaß. Und wenn ich euch das Polynomicon Anti-Healing. Anti-Heal. Anti-Heal. Anti-Heal ist eigentlich immer gut. Anti-Heal. So. Ja, wenn ich Fortnite zock, ihr werdet direkt merken, also allgemein Battle Royale Games, ihr werdet direkt merken, dass ich keinen Bock drauf habe. Und da macht es auch keinen Spaß, da zuzuschauen. Deshalb lassen wir die Battle Royale Games auf jeden Fall lieber mal außen vor. Bei dem Rest bin ich gerne bei Ideen dabei. Und Horror Games sind erwünscht. Ist auch gut für euch, wenn ich Horror Games spiele. Dann seht ihr auch, wie ich mich erschrecke und in die Hosen scheiße. Irgendwie dachte ich gerade, der pullt den. Verdammt. Ist der reingelaufen? Ja. Der hat echt überlebt. Kranker Bastard. Das Scheiße, Bund. Den krieg ich nicht mehr. Lol, was macht der? Bruder, du leistest den Tod. Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber. Autotext. Autotext. Ja. Links kannst du alleine weitermachen, Bruder. Ich gehe. Ich gehe. Ich brauche Hilfe. So. Ich gehe auch. Na, 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 na.
Dudele. Also Kugelgun ist echt spaßig, wenn sie läuft. Ich glaube, von der Ulti konnte ich bis jetzt keinen Gebrauch machen, weil ich keine getroffen habe. Oder die davor schon gestorben sind, sagen wir mal so. Susano. Oh, der überlebt. Chase den. Okay, ich komm. Nee. Ich will lieber den Susano helfen hier. In die Fresse, Digga. fuck. Ja, ich krieg keine Ultis getroffen. Die sollte tot sein. Ich will nicht sterben. Nein. Ich wollte das Game zu null machen. Oh, Sylvanas, rotierst du auch mal, Digga. Der ist seit 15 Minuten auf der Duolane gewesen. Also die Gegner werden wahrscheinlich auch geben. Brauche ich Lifesteal? Brauche ich Lifesteal? Irgendwie brauche ich, glaube ich, Lifesteal. Oh, schade. Nice try. Ja, lol. Okay, der Luffy hat die gerade voll verarscht. Lol. Ja, oh mein Gott. Alter. Ah, das war gerade gar nicht so schlecht von Loki. Der hat irgendwie vorgetäuscht, dass er nach hinten läuft. Dann ist der Guan Yu dahin geultet. War komplett falsch. Lol. So. Also wir pushen hier einfach mal. Ich bin Level 17, ich mache ungefähr krank Damage. Jo Gott, ich komme, Bruder. Komm schon, den killst du auch noch. Seid ihr gegönnt. Nice. Ich habe eine Ulti getroffen. Der ist auf jeden Fall da lang. Das ist auch so safe. Ich brauch's nicht. Krank, wir hatten der überlebt. FG können wir nicht machen. Verdammt. Ja, wir können das eigentlich locker machen. Ich mach schon krank Damage mit meinem Tornado allein. So. Na, ich brauche noch ein bisschen für Bancroft. Komm schon. Okay, das Game ist easy. Also das Game ist safe geworden. Die haben nur 6 Kills. Und wir haben 16k Gold Lead. Wahrscheinlich will der Loki nicht aufgeben oder so. Oder Arceo ist sowieso an irgendwas machen. Keine Ahnung was. So, der Loki, der Loki ist 1,7, Alter.
Irgendwie dachte ich gerade, der Loki hat bestimmt mehr Kills. Die sollte jetzt so sein. Okay. Schade. Ach, den folge ich nicht. Die armen Gegner. Ach, schade. Ich dachte, er wollte ihn vielleicht irgendwie rein. Ich glaube, wir beenden hier. Oh, oh, du kommst jetzt. Das ist ein Arsch. So. Einfach auf den Titan. GG, das war ein gutes Game. Ja, Leute. Ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Denkt mal an meine Worte, falls ihr mal was anderes sehen wollt, was wir zocken und nicht nur Smite. Ich meine, das gleiche Game ist ja irgendwie immer langweilig. Und ja, bis zum nächsten Mal. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.